Herzlich willkommen zum 9. KGC hier in St. Gallen-Rotmonten aus der Schweiz. So klingt das, wenn man Schweizerdeutsch begrüßt am Muttertag. Allen Müttern hier schon ein herzliches Willkommen. Weil Gott nicht alles allein machen kann und nicht überall sein konnte, schuf er die Mütter. Ein arabisches Sprichwort, was, glaube ich, ganz gut zum Muttertag passt. Ein herzliches Dankeschön allen Müttern weltweit. Thank you to all the mothers wherever you're watching us now. Et merci aussi à tous les mères qui nous regardent aujourd'hui. Den Muttertag gibt es seit 1914 offiziell in Amerika. Die Schweiz brauchte etwas länger. Ein christlicher Jugendbund aus der Westschweiz und die Heilsarmee hat fleißig gearbeitet, bis dann schließlich sich die Floristen, kluge Leute, die Gärtnermeister und die Konditoren und die reformierten Pfarrer sich angeschlossen haben. 1930 war es dann auch in der Schweiz soweit. Wir feiern heute also den 107. Muttertag. Wir haben heute einen speziellen KGC, und zwar einen Musik-KGC. Diejenigen von Ihnen, die das St. Galler Tagblatt abonniert haben, haben den Artikel sicher gelesen oder auf unserer Homepage. Wir haben ein Trauminstrument hier im Raum, das Sie gleich werden genießen können, einen Fazioli 278. 278 steht für die Länge, 278 Zentimeter. Das ist das Trauminstrument von Claire Pasquier, dazu später sicher noch mehr. Begleitet wird sie heute und damit begrüße ich herzlich Robert Dumitrescu. Er ist in der ersten Violine im Symphonieorchester St. Gallen und spielt zu Ehren des Tages mit dem Fazioli auf einer Original Stradivari. Alle Musikfreunde dürfen sich also jetzt schon freuen. An dieser Stelle ein herzliches Bonjour aux amis à Drummondville, à Québec. C'est bien si vous nous regardez. Grüße auch nach Madrid, Rom, London und in die Arabischen Emirate, Sponsoren, die das Stradivari-Projekt möglich machen. Damit starten wir heute eigentlich ein Crowdfunding-Projekt, um dieses Instrument dann hier behalten zu können. Und ich habe nachgeguckt, was Crowdfunding eigentlich heißt. Das ist eine Schwarmfinanzierung. Wenn Sie sich also an einer Schwarmfinanzierung beteiligen möchten, dann dürfen Sie das, alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Und das Thema des heutigen Gottesdienstes, das Pfarrer Karl Hermann Mehlau gewählt hat, ist nicht schlecht umschrieben mit einem Ausspruch von Blaise Pascal. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Das Fragmentarische klingt hier an, das nicht in seiner Gänze Erfassbare, und erklären wird er uns das anhand eines ganz berühmten Kunstwerkes später dazu mehr. Und jetzt sage ich einfach auf St. Galler Art, hoi Karl Hermann, das Mikrofon gehört dir. Erst noch Robert, genau, erst kommt Musik, das erste Stück mit Claire Pasquier und Robert Dumitrescu. Thank you.
Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Online-Gottesdienst. Sie haben schon gemerkt, es ist nicht nur ein normaler Gottesdienst, sondern wir haben bewusst vom Konzept her entschieden, dass das so halb Konzert, halb Kultur und auch natürlich Gottesdienst ist, aus verschiedenen Bruchstücken zusammengesetzt, wie alles eigentlich im Leben. Und vieles im Leben, außer wenn man perfekt hier musizieren kann. Ich habe auch mal Klavier probiert, das ist mehr als bruchstückhaft geblieben. Aber das meiste im Leben bleibt Fragment. Und gleichzeitig ist es uns nicht gegeben, die Gesamtheit des Lebens aus nur einer Perspektive heraus zu betrachten. Wenn wir etwas durchdenken wollen, dann müssen wir das Thema irgendwie schon umgrenzen, um es für uns überhaupt, für unseren Verstand handhabbar zu machen. Und so ist das auch heute mit dem Muttertag. Eigentlich hätten die Mütter es verdient, jeden Tag gelobt und gewürdigt zu werden. Aber dann wäre das auch nichts mehr Besonderes, wenn wir das jeden Tag machen würden. Deshalb haben wir einen Tag im Jahr, wie Matthias Flückiger das ausgeführt hat, dann auch ausgewählt, wo Muttertag gefeiert wird. Deshalb begrüße ich auch alle Mütter, wenn sie zugeschaltet haben, trotz oder gerade wegen des Muttertages. Symbol für die Umrahmung oder Begrenzung von Sachen zum Durchdenken ist ein Bilderrahmen, der auch vor gut 100 Jahren von dem russischen Maler Kasimir Malevich ausgesucht wurde, um seine Quadrate darzustellen. Quadrate, die die Kunst, die abstrakte Kunst revolutioniert haben. Auch der zeitgenössische Dichter Arno Rheinfrank hat sich mit dem Unsagbaren des Quadrates auseinandergesetzt. Das weiß umrissene Quadrat. Noch bleiben auf der Elemententafel Quadrate weiß für neue Formeln, in die hinein die Poesie der Fakten, Gott als Metapher für das Unerforschte stellt. Da steht er, flüchtig, ohne Dimensionen, den größten der Ramanen, sichtbar nicht länger als ein Elektronenblitz und mathematisch nicht zu fassen. Das Unsagbare kann auch der Poet nicht sagen, aber sagen kann er wohl, dass es unsagbar ist, in dem Quadrat, das weiß, die Wissenschaft ihm offen hält. Eine der 10 Weisungen oder 10 Gebote aus dem Buch Exodus, im 2. Buch Mose, ist bekannt als biblisches Bilderverbot. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Die hebräische Grammatik, die erlaubt es auch, diesen Kernsatz dieses Gebotes ganz anders zu übersetzen, nämlich du wirst dir kein Bildnis machen oder du brauchst dir kein Bildnis machen, oder sogar wahrscheinlich, du kannst dir kein Bildnis machen. Wenn wir Teile immer nur begreifen können, dann sind wir nicht in der Lage, den Grund dieser Welt, unseres Lebens wirklich zu erfassen, nämlich Gott oder das Göttliche. Deshalb wirst du, auch wenn du dich anstrengst, dir gar kein wirkliches Bild von Gott machen können, weil Gott, das Göttliche, alles Denkbare übersteigt. So eine mögliche Interpretation.
Und so feiern wir diesen Gottesdienst staunend vor der Großartigkeit dieser Welt im Namen des Schöpfers, dessen Schöpfung ganz durch Liebe durchzogen ist, wie das Jesus Christus offenbart hat, wenn wir durch den Heiligen Geist unsere Augen dafür öffnen können. Amen. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, du lädst uns ein, so wie wir sind, mit unseren Brüchen und Narben, unseren Beschränkungen und damit auch unserer Endlichkeit. Wir sind hier mit unseren Ängsten, mit den Verletzungen und Wunden, die uns das Leben zugefügt hat, um zu dir zu kommen, um dein Wort zu hören, auch in der Musik, und um uns von der Kraft deines Wortes und deiner Gegenwart stärken zu lassen. Bei dir können wir sein, wie wir sind. Dafür danken wir dir. Amen. Liebe Online-Gemeinde, es ist richtig gut, einen festen Rahmen im Leben zu wissen, ihn zu haben, wie in der Familie, im festen Freundeskreis. Dies vermittelt uns Geborgenheit, eine gewisse Sicherheit, ja sogar ein Heimatgefühl. Auch dürfen wir hier in der Schweiz in einem Staat wohnen, der durch seine Gesetze uns einen sicheren Rahmen bietet, damit wir ziemlich frei unser eigenes Leben, das zu uns passt, entfalten zu können. Doch sehr schön, wenn man einen Glauben hat, durch den ich mich und mein Leben, meine Lieben in diesem Leben getragen weiß. Auch unser Körper ist solch ein Rahmen, die Haut, in der ich stecke. Wir brauchen solch einen Rahmen, um überleben zu können, um Orientierung und Sicherheit im Leben zu spüren. Gutes Beispiel ist da der Schneemann. Er ist
gehalten auch durch einen Rahmen, den der Frost ihm bietet und der verhindert, dass der Schneemann sich durch die Sonne nicht einfach verflüchtigt. Aber auch umgekehrt, wir selber probieren auch alles in eine Schublade oder in einen Rahmen hineinzufügen. Wir können das große Ganze insgesamt kaum überblicken und deshalb trennen wir immer wieder Stücke heraus, bringen es in einen Rahmen und so können wir damit umgehen. Wenn wir ein Passfoto machen lassen, dann trennen wir das Gesicht praktisch vom Rest des Körpers ab oder von unserer ganzen Umgebung oder von allem, was uns an weiteren Fähigkeiten gegeben ist. Kraft, Intelligenz, das sieht man alles auf dem Foto gar nicht. Oder unsere Fähigkeiten wie Kraft, Geschicklichkeit, die werden im Rahmen des Sports verglichen und gemessen. Und andere Fähigkeiten, ob wir intelligent sind oder musikalisch, das spielt da in dem Augenblick überhaupt gar keine Rolle. Auch diskutieren wir zurzeit die Corona-Pandemie unter verschiedenen Blickwinkeln. Einerseits den wirtschaftlichen Aspekt mit dem Lockdown, natürlich den medizinischen Aspekt, aber auch das Social Distance, wie wir miteinander im Augenblick umgehen können, aber auch Umweltaspekte wie die Fliegerei spielen da eine große Rolle. Doch fast nie schaffen wir es, alles zusammen direkt zu bedenken. Wir sehen einfach die Dinge besser, wenn wir sie in einen, geistig gesehen, überschaubaren Rahmen stecken und unterbringen und alles nur unter einem Gesichtspunkt betrachten. Oder auch im Zeitalter des digitalen Fotografierens, da versuchen wir unser Leben zu dokumentieren durch sehr viele Fotos. Aber unserem Leben, glaube ich, werden wir nicht gerecht, auch wenn wir all diese Fotos zu einem Mosaik irgendwie zusammenfügen. Denn jeder Mensch ist ein wahrer Kosmos aus Ideen, Eigenschaften, Erlebnissen, Erfahrungen. Und deshalb ist unsere Seele, die all das beinhaltet, auch unbegrenzt. Und dann sind wir ja auch noch vernetzt mit allem in der Welt. Allein wenn wir eine Tasse Kaffee aus Costa Rica trinken, dann sind wir verbunden mit der Natur dieser Länder, wo Kaffee wächst. Und so reich hat das Leben und das Gott und damit auch Gott sich selbst liebevoll als sein Ebenbild in uns hineingegeben. Und Gott oder das Göttliche, das lässt sich schon gar nicht in einen Rahmen sperren, umgrenzen, sodass wir es handhaben und durchdenken können, entsprechend dem Gebot, du wirst dir kein Bildnis machen. Und trotzdem, wir Menschen, wir geben da nicht so schnell auf, wir versuchen ständig durch Religion, Philosophie oder Kunst das Göttliche oder Gott für uns dingfest zu machen. So probieren wir das auch durch magische Riten, durch Poesie, durch Dogmen oder andere Theorien. Und so haben wir bisweilen das Gefühl, dem Gott ganz nahe rücken zu können, wo wir meinen, seine herrliche Gegenwart zu spüren, wie jetzt auch bei dieser gewaltigen Musik, die wir heute Vormittag hier erleben dürfen. Aber entscheidend ist dabei, wir empfinden Gottes Nähe wahrscheinlich gerade deswegen, weil da etwas ist, was den Rahmen, den wir uns geistig gesetzt haben, für unser Leben gezogen hat, dieser Rahmen, der wird überschritten hin auf das Unendliche, auf das Unfassbare, auf das Ewige hin, das wir gerade nicht begreifen können, eben weil sich vielleicht da genau das Göttliche in uns oder in unserer Umwelt mit Gott, dem eigentlichen Leben, dem Grund unseres Lebens verbindet.
Der russische Künstler Kasimir Malevich hat 1915 all diese Versuche, die Wahrheit Gottes in einen Rahmen zu bringen, also fassbar zu machen, in einem Gemälde auf den Punkt gebracht. In einem quadratischen Rahmen, etwa von 90 mal 90 Zentimetern, hat er auf weiße Leinwand ein schwarzes Quadrat gemalt. Und dazu hat er gesagt, da ist es, da habt ihr das Göttliche sauber gerahmt. Ihr könnt es mitnehmen und an die Wand hängen, wie eure Ikonen. So ist Gott. Und tatsächlich bei der ersten Ausstellung, wo dieses Bild zu sehen war in Moskau, da hat er das schwarze Quadrat oben in der Ecke angebracht, wo im Wohnzimmer eines orthodoxen Christen in Russland normalerweise die Ikone des Christus oder der Gottesmutter hängt. Wir schauen natürlich in das schwarze Quadrat wie in einen Abgrund hinein, als ob wir von einem sicheren weißen Rand in eine endlose Tiefe stürzen würden. Da ist kein Ende. Und was mag hinter dem Schwarz sein? Dieses Schwarz wird sich wahrscheinlich in unseren Kosmos, in die Schwärze des Kosmoses hinein verlängern lassen, der für uns ja auch nicht wirklich fassbar ist, auch mit den besten Teleskopen dieser Welt nicht. Immer wird das, was wir erkennen können, noch überstiegen. Das Gleiche ist ganz einfach auch bei meinem Spiegelbild, wenn ich damit versuche, mich und die Welt zu erfassen. Ich sehe immer nur hinter mir im Spiegel den Eingang in meine Welt, aber nie erfasse ich das Ganze. Jeder einzelne Mensch von uns ist nur ein begrenzter Rahmen zur Aufnahme der Welt. Wir können nur sehen und verstehen, was in den Rahmen unserer kleinen Welt so hineingeht, was unsere Sinne und unser Verstand eben nur erfassen können. Gott, jedenfalls können wir begrenzten Menschen mit unserem begrenzten Verstand überhaupt nicht gerecht werden oder erfassen, auch wenn die Theologie häufig sagt, dass Gott um uns oder sogar in uns ist. Vielleicht wollen deshalb auch viele Menschen von Gott gar nicht mehr richtig etwas wissen, weil sie sagen, ich glaube nur an das, was ich wirklich mit meinen Sinnen erfassen kann, was ich sehe, rieche, höre. Aber so machen sie ihren kleinen, begrenzten Rahmen zum Maßstab der Wahrheit. Dagegen gehen religiöse Menschen davon aus, dass über all dem, was wir sinnlich erfassen oder denken können, noch viel mehr ist. Eben das Ganze, aus dem alles herauskommt. Theologen sprechen da von der Schöpfung. Gerade durch Dankbarkeit oder das Staunen über das, was wir aus eigener Kraft nicht bewerkstelligen können oder darüber verfügen können, da ahnen wir etwas von der Gegenwart des Göttlichen und vom Geist dieser Lebenskraft, die unsere Welt durchwebt, wie uns das Jesus Christus immer wieder gezeigt und offenbart hat. Mit dieser Ahnung können wir dann wahrscheinlich das Leben auch bereitwilliger leben und das Unfassbare in ihm aushalten und damit auch das unfassbare Bild von Malevich mit dem schwarzen Quadrat in einen Rahmen gefasst und trotzdem bildlos. Malevich hat übrigens das Bild nicht mit dem Lineal gezeichnet, sondern frei aus der Hand gemalt. Deshalb sieht man bei genauerer Betrachtung dieses sich bewegendes Schwarz, eine pulsierende Farbe, die fast aus dem Bild herauskommen will. Vor 12 Jahren war dieses Bild in eindrucksvoller Weise in Vaduz ausgestellt und zu sehen.
quasi das Bild, dieses Quadrat, dieses pulsierende Schwarz kommt da auf mich zu. Es ist unheimlich, natürlich, dieses Schwarz, besonders wenn es auch für Gott gebraucht wird. Aber vielleicht verstehen wir da auch, dass Gott auch eine furchterregende, unkalkulierbare, nicht festmachbare Seite hat, vor der wir uns fürchten. Und deshalb sagen seine Boten, seine Engel auch immer wieder, wenn sie auftreten, fürchte dich nicht. Die Attraktivität, die bleibende Attraktivität des Christentums kann aber auch gerade darin liegen, dass trotz der unabweisbaren Ferne Gottes uns in unserem Glauben ein Bild gegeben ist, ein begreifbarer Rahmen, in dem Gott für uns sichtbar geworden ist, nämlich in dem Rahmen des Menschen Jesus von Nazareth. Niemand hat je Gott gesehen, doch gerade deshalb lässt der Evangelist Johannes Jesus sagen: Wer mich sieht, der sieht den Vater, also Gott. Jesus selbst ist eingefügt in den menschlichen Rahmen von Geburt und Tod, von Familie und Freundeskreis, von Zeit und Vergänglichkeit. Er erfährt in diesem Rahmen Freud und Leid, Gottes Herrlichkeit und dessen Wunderkraft, aber auch ganz viel menschliche Bosheit. Er stirbt auch im Rahmen menschlichen Lebens. Und trotzdem geht unser christlicher Glaube davon aus, dass Jesus diesen ausweglosen Rahmen, aus dem wir uns eigentlich nicht entfernen können, durch seine Auferstehung durchbricht und sich als Christus, der Kern, der göttliche Kern, der auch in uns allen steckt, sich mit der Ewigkeit des Göttlichen verbindet. Hinabgestiegen in die schwarze Tiefe des Todes, heraufgestiegen in das strahlende Licht des Tages, emporgestiegen in das ewige, lichte Schwarz Gottes. Jesus ist der Rahmen für mich, der Gott in sich trägt, weil er ihn so stark, das Göttliche in sich so stark gespürt hat und ihn sichtbar macht für meine begrenzten Augen, für meinen begrenzten Verstand. Und deshalb möchte ich meinen eigenen Lebensrahmen mit dem göttlichen Geist auch gefüllt wissen, mit all dem, über das ich nicht verfügen kann, aber wodurch ich mich gewollt und geliebt weiß. Und damit ist mir etwas gegeben, womit ich meine eigene Begrenztheit im Leben aushalten kann, in der Hoffnung, dass Gott schon immer in meiner schwärzesten Tiefe wohnt. Amen. Und der Friede Gottes, der eben höher ist als alles, was wir mit unserem kleinen verstandesmäßigen Rahmen erfassen können, der bewahre eure Herzen und Seele in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Vielleicht hat Kasimir Malevich uns sogar einen Seerahmen, eine Seehilfe geschaffen mit dem schwarzen Quadrat, um den Satz Jesu besser verstehen zu können: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Evangelist Johannes, das glaube ich, der hat Jesus so erleben können, erfahren können, dass dieser Jesus von Nazareth ein sehr spiritueller Mensch war, dass er das in seinem Leben umgesetzt hat, was er von Gott erkannt hat, in fast einzigartiger Weise auch vermitteln konnte. Vielleicht können wir so die Lesung des heutigen Tages aus dem Johannesevangelium, aus dem 14. Kapitel, besser verstehen. Und deshalb habe ich die Predigt vor die Lesung dieses Mal gezogen. Und vielleicht können wir aus dem Leben Jesu herausfiltern, herauslesen, was Gott mit uns Menschen beabsichtigt. Johannes 14, 6 bis 12. Jesus antwortete: Ich bin der Weg. Denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch den Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete: Nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie kannst du dann sagen: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnet bist? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater lebt in mir. Wenn ihr mir nicht auf mein Wort hin glaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Amen. Ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Obwohl ja Jesus wie kaum ein zweiter
das Göttliche in seinem Leben gespürt hat, gelebt hat. So ist es uns doch nicht gegeben, Gott das Ganze des Lebens, der Liebe, der Welt im Ganzen zu sehen, sondern nur wie in einem Spiegel, der trübe ist. Allenfalls können wir etwas von dem Göttlichen immer nur erahnen. Aber was wir meinen, schauen zu können, sind dann trotzdem immer nur Fragmente, Teile dessen, wie Gott sich zu uns Menschen verhalten will. Bei jedem Fragment, jedem Bruchstück, da fehlt natürlich von der Definition des Wortes her schon etwas. Und daraus wird unsere Sehnsucht geboren, doch die vollendete Gestalt möglichst erblicken zu können, also den Zustand des Fragmentarischen, des Bruchstückhaften zu überschreiten. Und dazu hat der Theologe Henning Luther Folgendes geschrieben. Identität und Fragment. Der Begriff des Fragments entstammt dem ästhetischen Vorstellungsrahmen. Der Begriff des Fragments bildet einen Kontrast zu dem der Totalität, also der in sich geschlossenen Ganzheit, der Einheitlichkeit und dauerhaften Gültigkeit. Herrschender klassischer Kunstauffassung erscheint das Fragment als defizienter Modus, sodass der Begriff des Fragments als Negativurteil für nicht gelungene, unvollständig gebliebene oder zerstörte Werke verwendet werden konnte. Mindestens zwei Bedeutungen des Fragmentes sind dabei zu unterscheiden. Da sind zum einen Fragmente als Überreste eines zerstörten, aber ehemals Ganzen, der Torso, die Ruine, also die Fragmente aus der Vergangenheit. Zum anderen sind da die unvollendet gebliebenen Werke, die ihre endgültige Gestaltungsform nicht oder noch nicht gefunden haben, also die Fragmente aus der Zukunft. Fragmente, seien es die Ruinen der Vergangenheit, seien es die Fragmente aus Zukunft, weisen über sich hinaus. Sie leben und wirken in Spannung zu jener Ganzheit, die sie nicht sind und nicht darstellen, auf die hin aber der Betrachter sie zu ergänzen trachtet. Fragmente lassen Ganzheit suchen, die sie selber aber nicht bieten und nicht finden lassen. Von Fragmenten geht daher eine Bewegung der Unruhe aus, die nicht zu einem definitiven Stillstand führt. Hierin mag gerade für die nicht-klassizistischen Künstler wie zum Beispiel die Romantiker der besondere Reiz des Fragments gelegen haben, dem sie gegenüber der abgeklärten Ruhe des glatten, vollendeten Kunstwerkes den Vorzug gab. Thank you.
Wir wollen beten. Und zwar mit Worten von Jörg Zink. Herr, ich habe sehr viel mit mir selbst zu tun. Und da sagst du, ich solle allen Menschen meine Freundlichkeit zeigen. Ich habe Mühe mit meinem eigenen Schicksal. Ich komme kaum mit meiner Arbeit zurecht und bin ein Mensch, der sich überwinden muss, ehe er zu anderen spricht. Du willst, dass ich an sie alle denke. Du willst, dass ich mich nicht für besser halte als sie, dass ich ihre Fehler leicht nehme und ihre Not sehe. Ich soll mir vor Augen halten, dass sie da sind und leben. Du, Herr, bist nahe. Dein Gesicht ist es, das sie tragen. Gib mir Freundlichkeit für sie. Weiter bete ich mit den Worten Jesu Christi. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Schön, dass Sie alle wieder dabei waren. Es hat sich sicherlich gelohnt, bei dieser grandiosen Musik, wie gerade der Meditation von Thais. Aber das war's noch nicht. Robert Dumitrescu und Claire Pasquier, die spielen gleich noch ganz fantastische Sachen auch weiter. Aber auch heute Nachmittag um 17 Uhr haben wir wieder ein grandioses Konzert. Ursprünglich war das Konzert im Rahmen unseres Flügelfestivals Rotmonden für den März vorgesehen. Da ist es schon ausgefallen oder wegen Corona haben wir es verschieben müssen. Und jetzt haben wir eigentlich gedacht, weil wir solch einen fantastischen Flügel wie den Fazioli hier haben, das müssen wir ausnutzen. Und deshalb werden wir heute dieses Flügelfestivalkonzert online durchführen. Natürlich mit Claire Pasquier am Fazioli-Flügel und dann begleitet von Fernando Gomez, dem Solo-Cellisten unseres St. Galler Sinfonieorchesters. Also absolut empfehlenswert und auch wieder virtuos. Nächsten Sonntag haben wir dann Peter Lenzin, diesen ausdrucksstarken Saxophonist aus dem Rheintal, bei uns als musikalischen Gast. Fazit unseres Gottesdienstes: für alles, was wir im Leben durchdenken wollen, da brauchen wir einen Rahmen, um das für uns handhabbar zu machen. Wir müssen das in eine Schublade einordnen. Aber gilt das auch für die Liebe? Die Liebe, die nach der Bibel eigentlich göttliche Qualität hat oder sogar mit Gott identifiziert wird? Lässt sie sich auch in einem Rahmen einsperren? Max Frisch hat das jedenfalls verneint, dass da ein Rahmen überhaupt für die Liebe vorhanden sein kann, sondern er behauptet sogar, zu lieben und sich ein Bild von einem Menschen zu machen, das schließt sich aus. Aus einem Tagebucheintrag der 40er Jahre von Max Frisch. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe zum Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet. Und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet. Das Nächste, das Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden. Weil wir sie lieben, solange wir sie lieben. Geht jetzt hin in diesen Sonntag, in diesen Muttertag mit dem Segen unseres Gottes. Gott möge dich segnen und dir Anteil geben an seinem Heil. Er führe deine Schritte durch alle Brüche hindurch in sein ewiges Reich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Ich begrüße recht herzlich hier auf dem Podium nicht Robert Dumitrescu, den Gastmusiker, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Robert spricht durch sein Spiel, durch seine Musik, durch seine Geige. Das Mikrofon, das behagt ihm weniger und wir wollen ja niemanden zwingen. Jemanden, der das Mikrofon besser behagt, ist Ralf Niesel, Geschäftsleiter, Mitglied der Geschäftsleitung Musik Hug und quasi Besitzer des Fazioli. Ich denke, das geht wahrscheinlich bald eher zu Claire als zu uns. Wir hoffen das schwer. Wir haben heute aufgrund dieser fantastischen Musik, wir haben es genannt, das Treffen der Giganten. Damit sind natürlich zum einen Robert und Claire gemeint, die wunderbar gespielt haben und die doch den Applaus verdienen. Ich hoffe, dass Sie zu Hause auf den Balkonen oder bei sich im Wohnzimmer jetzt auch applaudieren für dieses wunderbare Konzert. Aufgrund der Musik und der speziellen Instrumente haben wir ein bisschen Überlänge. Ein bisschen Überlänge hat auch Ihr Instrument. 278 Zentimeter, das ist nicht nichts, das ist sehr viel. Und wenn es so wunderbar klingt wie dieses Instrument, dann bleibt einem eigentlich nur noch der Mund offen. Ich möchte nochmal zitieren, das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden, weil wir sie lieben und solange wir sie lieben. Und dasselbe könnte man, denke ich, auch von einem Instrument sagen. Claire hat es total erwischt mit diesem Flügel. Können Sie das verstehen? Absolut. Ich denke, ein Musiker kann sich am besten ausdrücken, wenn er eine Art Symbiose mit seinem Instrument empfindet. Ich denke, da geht es Roberto genau gleich mit seiner Stradivari. Und umgekehrt auch, ein Instrument kann nur dann strahlen, wenn er den passenden Musiker hat, der es spielt. Sie sind der Fachmann für das Instrument, Sie spielen selber auch Klavier, Sie sind Klavierstimmer, Klavierbauer. Sie haben den Flügel gestimmt vor dem Konzert. Wenn der Musiker eine Symbiose mit seinem Instrument eingeht, ist das heute für Sie passiert? Ich denke, das hat man sehr gut gespürt. Die beiden haben wunderbar zusammen harmoniert und die Goldberg-Variationen, die Claire gespielt hat, hat mich extrem berührt. Traumhaft. Auch zum Schluss die Zigan, die Zigeunerin von Ravel, wäre sie nicht schon komponiert, man müsste sie komponieren schon nur für dieses Instrument. Ich finde, das war ein würdiges Muttertagskonzert. Darf ich fragen, sind Sie nicht Mutter, nehme ich an, Vater? Nein, bin ich nicht. Sind Sie nicht? Da teilen wir dasselbe Schicksal. Wir fallen irgendwie durch die Maschen. Das kann passieren. Sie haben vorhin gesagt, naja, Musiker, so ein bisschen. Wenn Sie auf diesem Instrument spielen, merken Sie, dass das was anderes ist als ein normales Klavier zu Hause? Ja, ich glaube, ich habe auch meine Liebe gefunden bei dem Instrument. Und ich spiele wirklich sehr, sehr wenig. Ich bin kein gelernter Klavierspieler. Für mich ist es die Entspannung nach der Arbeit. Und mein Instrument ist ein kleines bisschen kleiner, aber es trägt den gleichen Namen. Es trägt den gleichen Namen. Fats, nicht Domino, sondern Ioli. Genau. Ein Klavier, das Klavier hier, das hier steht, Angela Hewitt hat drauf gespielt, Herbie Hancock, der vor einem Monat 80 geworden ist. Wir gratulieren. Congratulations, Herbie. Your piano standing here in St. Gallen. Maybe you come by and practice once here. We would welcome you and we would love it. Was macht dieses Instrument so speziell? Das ist extrem schwer in Worte zu fassen. Ich glaube, es ist wirklich das, dass der Musiker sich an das Instrument setzen muss, das Instrument berühren, das Instrument spüren und erleben und dann spürt er auch, was dieses Instrument in sich selber ausmacht. Und es ist möglich, dass es, wie Claire, das mit dem Fazioli passiert, es ist auch möglich, dass es einem Pianisten mit einem anderen Instrument passiert. Wichtig ist einfach, dass diese Verbindung entsteht. Gibt es eine Konkurrenz, ich sage jetzt mal, unter den Klavieren? Es gibt Bechstein und Steinway, Berlin, New York, beide 1853 gegründet. Und dann gibt es den Junior Fazioli, der aber in kurzer Zeit, er wurde 1981 gegründet, oder das erste Klavier ging 81 vom Stapel. Junior in diesem Gigantentreffen
was die Klaviere anbelangt, das ist ja, das ist Wahnsinn. Also 39 Jahre und schon an der Weltspitze. Und schon in Rotmonten. Nein, wunderbar. Ja, die Geschichte von Fazioli ist sicher speziell. Das Wagnis damals, sich in die Klavierproduktion oder in die Flügelproduktion zu begeben und nochmal ein Produkt auf den Markt zu bringen, war sicher groß. Aber er hat es von Anfang an als eigenständiges Instrument sehen wollen, mit einem eigenen Klang. Und ich glaube, das Ziel von Paolo Fazioli war nie, Marken wie Steinway anzugreifen in der Größe, in der Dominanz, die sie sehr auf der Konzertbühne haben, sondern wirklich einen eigenen Klang zu designen, zu entstehen zu lassen und mit diesem Klang weiteren Musikern Möglichkeiten des Ausdrucks zu geben. Der Bau eines Faziolis, habe ich gelesen, dauert 2 Jahre. Es ist alles von Hand gemacht. Pro Jahr werden weltweit nicht mehr als 140 neue Instrumente verkauft. Das ist, man könnte schon beinahe sagen, eine Art Rarität. Was würden Sie jetzt unseren Zuschauerinnen und Zuschauern raten oder welches Argument würden Sie bieten, um zu sagen, das Instrument müssen Sie hier behalten, abgesehen davon, dass Sie als Händler das Instrument natürlich gerne verkaufen möchten, gehe ich doch davon aus. Gut, ich glaube, es ist immer wichtig, dass das Instrument an einen Ort kommt, wo es lebt, wo es gespielt worden, wie Claire, die, ich glaube, wirklich Liebe auf den ersten Griff zu dem Instrument entwickelt hatte. Für mich ist es ganz wesentlich, dass diese Kombination entsteht, dass diese Instrumente nicht nur vom Handel zum Kunden hin gedrückt werden oder gepusht werden, sondern dass wirklich der Kunde sein Instrument eigentlich findet. Und unsere Aufgabe ist mehr, diese Partnerschaft zu vermitteln. Das ist Ihnen hier, ohne dass Sie es, glaube ich, wollten, gelungen im letzten Herbst. Claire hat in der Westschweiz gespielt. Beim ersten Anschlag war sie verliebt in das Instrument. Ja. Sie kam heim und hat das ihrem engeren Kreis sofort erzählt. Ich bin sofort googeln gegangen und habe gesehen, das Instrument kostet knappe 90.000 Franken. 10.000 haben wir bereits zusammen, schon vor Beginn überhaupt des eigentlichen Crowdfundings, was heute startet. Wir sind optimistisch. Wie sehen Sie das? Ich bin sehr optimistisch. Ich habe Claire erlebt, wie sie an die ganze Sache rangeht. Ich denke, der Betrag, wenn man das in die Relation setzt zu dem, was der Nutzen von so einem Instrument ist, ist auch nicht gigantisch. Und ich denke, dass es viele Liebhaber geben wird, insbesondere nach dem Gottesdienst heute und vielleicht auch nach dem Konzert heute Nachmittag, die den Wert eigentlich erkennen werden, der da drin steckt in der ganzen Aktion, die Claire da ins Leben gerufen hat. Dieser Flügel stand schon im KKL. Ja, korrekt. Heute steht er im KKR, Kirche und Konzert Rotmonten. Ja. Wir holen auf. Also, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, lassen Sie sich und uns dieses Instrument möglichst nicht entgehen. Wenn Sie etwas an dieses Instrument geben möchten, dann können Sie auf die Homepage von Absolutely Classical, alles aneinander, englisch geschrieben, dann machen Sie ein Und-Zeichen und geben dazu ein KGC, KGC, Absolutely Classical and KGC, and you will see where your money will be invested. Nicht zu verwechseln mit Kennewake Gaming Commission, das ist die US-amerikanische Glücksspielkommission, da würden Sie das Geld am falschen Ort investieren. Sie können aber auch auf die Homepage gehen vom Flügelfestival St. Gallen. Wenn Sie einen Beitrag an die Konzertreihe geben möchten, heute Abend also um 17 Uhr das nächste Konzert im Rahmen des Flügelfestivals, die Cello Rhapsody mit Fernando Gomez, auf keinen Fall entgehen lassen. Stellen Sie den Wecker, das wird auch wieder zauberhaft. Und dort können Sie einen Vermerk machen, wenn Sie an den Flügel was spenden möchten oder aber zur Deckung der Unkosten beitragen. Herr Niesel, was wünschen Sie dem Instrument? So einen Abschiedswunsch, bevor wir heute Abend schon die 90.000 zusammen haben. Viele weitere musikalische Erlebnisse, wie gerade eben. Und ich bin überzeugt, dass diese bekommen wird. Und immer auch Pianisten und Pianistinnen, die das Instrument nutzen, die
ähnlich fühlen wie Claire, wenn sie das Instrument benutzen und spielen. Sehr schön. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind. Zum einen, um den Flügel zu stimmen, dass Sie auch geblieben sind und nicht einfach Ihre Arbeit verrichtet haben und nach Hause gegangen sind. Toll, dass Claire den Flügel gefunden hat, Sie kennengelernt hat. Wir sind gespannt, was weiter passiert. Und wir werden noch einmal das Vergnügen haben, die beiden hier jetzt spielen zu hören. Wie alle KGCs wird auch diese 9. Ausgabe im Netz bleiben. Sie können also den Link gerne weiter verteilen und Ihre Freunde jetzt schon auf das Konzert von heute Abend hinweisen. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Schauen Sie auch nächsten Sonntag wieder zu. Ihnen, Herr Niesel, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Besten Dank. Gute Heimreise und bleiben Sie gesund. Gleichfalls. Thank you.